Für die letzte Schlacht kehren wir noch einmal zu den Mayas zurück. Die Römer und Wikinger sind zwar auch anwesend, aber dafür gibt es noch keine Punkte und helfen tun sie uns in keiner Form. Das Schicksal der Menschheit liegt daher allein in unseren Händen. Wisst ihr was? Wenn die KI nicht freiwillig mithelfen will, dann wird sie eben gezwungen. Das hier ist die schwerste Mission der Kampagne, abgesehen von Mission 6. Allerdings nur, weil wir bereits nach 20 Minuten das erste Mal angegriffen werden und wir auch danach alle 20 bis 25 Minuten vom dunklen Volk belästigt werden. Glücklicherweise habe ich eine Strategie gefunden, die den Anfang deutlich stressfreier macht. Allerdings ist die etwas aufwendiger und dauert etwas länger. Zunächst baut ihr ein kleines Wohnhaus und einen Turm, der die westliche Küste einnehmen soll. Die Türme könnt ihr danach direkt wieder abreißen, vorerst behalten wir nur den großen auf der südlichen Insel. Baut anschließend einen Hafen und lasst eure Fähre anrücken. Verwandelt eure Planierer und Bauarbeiter in Pioniere und Geologen und rekrutiert 5 Diebe. Die Diebe lasst ihr ein Brett und 4 Steine aufheben und die Fähre besteigen. Diebe lassen standardmäßig Waren, die von eurem Gebiet stammen, sofort wieder fallen, außer ihr bewegt sie mit gedrückter Alt-Taste, während die Diebe ihre Animation ausführen. Eure Pioniere besteigen ebenfalls die Fähre, die übrigen Plätze nehmen einige eurer Geologen ein. Die Fähre schickt ihr nun in den Norden der Wikinger-Siedlung. Da eure Verbündeten das Gebiet nördlich des Gebirges nicht besiedeln werden, tun wir das nun. Während die Fähre unterwegs ist, lasst ihr eure übrigen Träger Baumaterial zum Hafen bringen. Wenn ihr zwei der Zielobjekte, mit denen ihr startet, abreißt, hättet ihr sogar genug Gold, um direkt einen großen Tempel zu bauen. Wenn ihr sicher gehen wollt, dass das dunkle Volk eure Siedlung nicht angreift, könnt ihr alle überschüssigen Träger in Diebe verwandeln und ein Stück entfernt sammeln, damit ihr später auf sie zurückgreifen könnt. An der östlichen Küste der Wikinger-Halbinsel könnt ihr einen Hafen bauen. Lasst eure Pioniere weiter das Gebiet erobern, bis die Rohstoffe nachgeliefert werden. Ein Lager für Holz und Steine ist sinnvoll, damit im Hafen Platz für die zweite Lieferung ist. Nun lasst ihr nämlich auch noch die Werkzeuge aus eurem Startgebiet nachliefern. Leider können wir die vorgegebenen Bergmänner, Schmiede und übrigen Siedler nicht mitnehmen, aber wir können sie später trotzdem nutzen. Außerdem lassen wir die übrigen Geologen und unsere Soldaten zu Fuß in euer neues Zuhause laufen. Jetzt könnt ihr eure Siedlung normal aufbauen. Die Wikinger werden euch vor dem dunklen Volk beschützen, also lasst euch Zeit und schaut euch nicht vorzuspulen. Achtet aber auf eure Rohstoffe und Werkzeuge. Da ihr nicht alles mitnehmen konntet, müsst ihr am Anfang eine bestimmte Reihenfolge einhalten. In erster Linie eine frühe Steinmine und eine Werkzeugschmiede. Die Wikinger dürften normalerweise klarkommen, aber im zweiten Durchgang mit dieser Strategie haben sie alle ihre Planierer verloren, wodurch sie irgendwann keine Häuser mehr bauen konnten und ihre Wirtschaft komplett lahmgelegt wurde. Natürlich kann es später durchaus helfen, wenn die Wikinger besiegt werden, aber sogar in dieser Runde verhielten sie sich wie Kakerlaken und weigerten sich standhaft zu sterben. Leider werden die Rohstoffe in eurer neuen Siedlung nicht für eine Armee reichen, die das dunkle Volk besiegen kann. Gerade Gold ist zu knapp, um mehr als etwa 200 Level 3 Soldaten rekrutieren zu können. Das dunkle Volk besitzt zwar nie mehr als etwa 530 Soldaten zur gleichen Zeit, kann gefallene Soldaten aber sehr schnell neu produzieren. Ich bin mir leider nicht sicher, ob das eine versteckte Eigenschaft der dunklen Festung ist oder ob es daran liegt, dass das dunkle Volk einfach eine riesige Mana-Reserve aufbaut. Jedenfalls kehren wir später zu unserer Startposition zurück, um auch dort eine vollwertige Siedlung zu errichten. Einige gut platzierte Lazarette in der Nähe des dunklen Landes sind auch nützlich, um einer Zermürbung eurer Truppen vorzubeugen. Was ihr auch tut, wenn ihr angreift, müsst ihr in der Lage sein, den Krieg zu beenden. Wenn ihr den Druck auf das dunkle Volk nicht aufrechterhalten könnt, wird es sich in kurzer Zeit erholen. Level 3 Soldaten sind Pflicht und eine hohe Kampfkraft sehr empfehlenswert. Die dunkle Festung verhält sich im Grunde wie ein dunkler Tempel, nur dass sie nicht zerfällt, wenn sie von grünem Dant umgeben ist. Gewonnen habt ihr dann aber trotzdem, womit das dunkle Volk besiegt wäre.